Herzlich willkommen zum Fachforum IT-basierte Gebäudeautomation. Wir sind heute im Grand Camea in Bonn. Wir kümmern uns um die Themen, die die Gebäudeautomation von heute umfasst. Das ist einmal die klassische HLK-Technik, zum anderen eben auch die Informationstechnik und dann diese Verknüpfungsstelle wird hier von mehreren Referenten behandelt. Hier ist vom Planer über den Betreiber, über die Stadtwerke, über unsere Kunden. Da ist ein Sammelsurium an Personen da, das super toll ist, um einfach mit den Leuten hier in den Austausch zu gehen und neue Ideen einfach zu sammeln und auch neue Impulse mit in den Markt hineinzugeben. Wir beteiligen uns deswegen an dem Fachforum, weil wir mit unserer Cloud-Lösung eine einfache Lösung haben für Systemintegratoren, aber eben auch für Endkunden. Und wir sehen hier drinnen die Lösung, die Netzwerktechnik mit der Automatisierungstechnik zusammenzubringen. Und dafür bietet uns dieses Forum eine wunderbare Plattform mit dem Bauverlag zusammen und mit dem VDMA-Verband zusammen, dies für unser Unternehmen zu tun. Man merkt heute auch in der Zusammensetzung des Auditoriums, dass man wirklich verschiedene Bereiche aus der Baubranche erreichen kann. Und natürlich sind hier auch viele interessante Personen, Ingenieure, die natürlich dann auch letztendlich für uns interessant werden können. Und von daher ist das hier eine gute Bühne, um einfach das System bzw. die Thematik mal anzubringen. Die Reihe der Gebäudeautomation, gerade auch vom Fachforum, ist natürlich eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, sehr breit gestreut in dem ganzen Bereich der Gebäudeautomation. Wir sehen da alle Themen, für uns auch selbst interessant, nicht nur, dass wir unsere Themen mit integrieren können, sondern auch zu schauen, was macht der Wettbewerb denn wirklich. Man trifft natürlich viele Leute, die man auch kennt, um sich halt so ein bisschen auszutauschen, wie der Markt halt dementsprechend läuft. Hier auf dem Kongress sieht man eigentlich oder hat man eine sehr breite Schnittmenge an Personen, die sich mit beiden Thematiken jetzt immer mehr und mehr beschäftigen müssen. Und man sieht einfach, dass die Informatik der Gebäudetechnik sehr fern ist und dass die Gebäudetechnik der Informatik sehr fern ist. Und für beide Welten möchte ich hier ein bisschen werben und ein bisschen für Verständnis sorgen. Das ist eigentlich so das Ziel. Und ich denke hier, die Leute, die hier da sind, Planer, Architekten, das ist ein sehr tolles Publikum für uns. Wir finden es einfach eine sehr gute Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu kommen, um die jährlich über Aktualisierungen zu informieren. Die ganze Gebäudeautomation und die ganze Branche entwickelt sich stetig weiter. Es gibt jedes Jahr neue Themen vorzustellen und es ist einfach schön, wenn dann hier in so Fachforen das ganz intensiv betrachtet werden kann und auch präsentiert werden kann.